Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Bob Story mit Bob Rickman und Rick Story. Yeah, let's go. Wir haben die Sternenkarte schon offen. Es geht nach Dagobah. Weltraum über Dagobah. Ja, da wollen wir mal gerne hinreisen. Bitte X'en und dann let's go. Oh, wird gemacht. Hyperraum. Ja. Geblendet. Ja, nach der letzten Folge habe ich jetzt hohe Erwartungen hier. Oh, guck mal, wir können, ja, sogar, leicht, wir können sogar leicht hin und her fliegen hier mit den X-Wings. Echt? Oh, tatsächlich? Naja. Obi-Wan sagte, wir würden auf Dagobah einen Jedi-Meister namens Yoda finden, der mich ausbilden könnte. Was abknallen? Oh, ich war jetzt noch so von der letzten Mission gewohnt, mit rechts zu zielen, dass ich gerade echt komplett verloren war kurz. Ja, wir müssen hier nur runterschießen. Geschichte fortsetzen. Ja, dann, let's go. Nochmal bitte fortsetzen. Die einfach dann direkt auf die Planeten so schnell zu. Jetzt sagen wir mal, mit der Geschwindigkeit Eintritt in die Erdatmosphäre oder generell Atmosphäre, dann wird man easy verglühen. Ja. Kann man wieder steuern? Nee, kann man nicht. Festhalten. Ah, okay. Nice. Ach, schön, Schlamm rein. Das Set habe ich gerade als letztes gebaut. Oh, die Stars. Oh, das hätte ich aber gerne mal als Print von Chisio. Er ist am Kraulen, guck mal. Ja, der Rücken schon mal. Wie er da alles rauskotzt. Also, was er da alles drin haben muss, will ich gar nicht wissen. Bitte etwas vorsichtiger. Ah ja, so. Sehen wir das mal aus. Haben wir hier schon ein neues Level oder sind wir immer noch? Es wird dunkel. Wir sollten unser Lager aufschlagen. Nee, das haben wir doch gerade gestartet, denke ich, oder? Nee, ich glaub, wir sind hier jetzt auf dem Planeten noch. Das Level geht erst gleich los. Ach so, okay. Sehen wir uns mal um. Na gut. Aber wollen wir mal den... Ziehen? Ach, das ziehen wir erstmal raus. Achso, wir müssen tatsächlich da hinten hin. Ah, da kommt bestimmt dann gleich Yoda. Brauchst du gerade schon die nächste Sache auch? Sehr gut. Halt, ja klar, wird jetzt. Sonst noch da draußen so, ah, da können wir rein, oder? Ja, bitte, ja. Sehr gut. Muss ich nur noch diesen Yoda finden, der überhaupt existiert. Steck weg deine Waffe. Kein Leid will ich dir zufügen. Ich suche einen Jedi-Meister. Oh, Yoda. Du suchst Yoda. Was tue ich eigentlich hier? Das ist doch alles nur Zeitverschwendung. Unterweisen kann ich ihn nicht. Keine Geduld hat der junge Mensch. Er wird es lernen, Geduld zu üben. Oh. Yoda. Bereit ist er nicht. Doch, ich bin bereit. Ich kann ein Jedi werden. Ben, sag ihm, dass ich bereit bin. Ah, fatal. Das liegt schon voll schon geil. Bereit bist du? Von bereit sein. Was weißt du davon? Guck mal, Yoda. Nice. Huckepack. Wie das einfach eine. Okay. Zuerst diese einfache Prüfung bestehen, du musst. Boah. Kann man hier. Das ist cool. Ich glaube, du kannst hier besser. Ah, doch, ich kann. Hm, jetzt ist die Frage, wo müssen wir überhaupt hin? Hier, ich bin schon unterwegs. Okay. Ich kann leider keinen Salto mit Yoda machen, das finde ich cool. Neue Höhen erreichen, du wirst. Bin schon unterwegs. Ich glaube, wir müssen nämlich. Ah, guck mal, der Maus-Droide mit dem Helm ist auch wieder da. Wir müssen in die Hütte von Yoda. Oder? Nee, doch nicht. Bin ich einfach nur nee, nee, du, wir müssen hier oben hin. Ach so. Hier hinten müssen wir hin. Dachte, wir müssten. Wir müssen hier so ein bisschen Parcours machen. Dann. Ja, wir haben schon fast 500.000 Steine. Einfach rich. Was da hinten? Ach, guck mal, das ist eine Sonde, die ist aus einer Credit Scene. Die können wir jetzt hier auseinanderbauen. Also mir zeigt er an, dass wir da hinten hin müssen. Ja, da bin ich ja schon. Geh mal dem Pfeil hinterher. Ja, da bin ich ja. Ich glaube, man muss einfach geh nur mal da so ein oben bisschen. Auf. Nee, nee, wir spielen gerade den Parcours nach. Siehst du, wir müssen einfach nur so ein bisschen durch die Gegend laufen. Oder? Nein, du musst da oben rauf. Ach, da oben rauf. Oh, wie oft denn noch, Junge? Ey, wirklich, seit 3 Minuten erzähle ich dir, dass du da oben rauf musst. Jetzt kümmere dich, dass du darauf kommst. Geh da mal aus dem Weg. Ich muss da die Kiste draufstellen. Zack. Klick,
Klack. Eieiei, das war jetzt belastend. Also, dass ich dir was in Lego Star Wars erklären muss, das trage ich mir mal in den Kalender ein. Ja, das habe ich mit Absicht gemacht, damit auch mal. Joho. Damit auch mal eine Verabredung in deinem Kalender steht. Ich sag jetzt nichts. Ja, hast nichts mehr zu sagen. Mhm. So. Ah, hier müssen wir irgendwie rüber, aber. Nein. Ah! Ach, die Liane. Kannst du jetzt. Was genau machst du da eigentlich? Wo hänge ich denn jetzt? Ah, ich hänge irgendwo am Baum. Das sieht so genial aus. Mit R2D2. Aber ich muss dich aber jetzt wahrscheinlich rübertragen da. Ey! Achso, es geht nicht. Guck mal, ich komme nicht weiter. Dann schwing dich doch über die Liane rüber. Och nee, come on. Ach, Bruder. Wie ich dich einfach fallen lassen habe. Oh Mann. Ich gehe da jetzt aber nicht nochmal hoch auf Tryhard. Das mache ich jetzt nicht. Ich geh jetzt in Yodas Hütte rein. Das ist mir jetzt egal. Ja, geh chillen. Ich chill jetzt hier drin und du kümmerst dich drum. Oh, achso, jetzt kam nur kurz der Ladescreen. Wie ich dich da einfach runtergeschmissen habe. Naja, das wird einfach ehrlich nicht akzeptiert wird das. So, hopp. 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 Also, oh, nein. Bist du runtergefallen? Ja, du könntest es nicht besser. Ohne mich wärst du noch gar nicht da. Da würdest du noch denken, du müsstest einem Parcours hinterherlaufen, was immer die gleichen drei Punkte sind, die wieder spawnen. Huch, jetzt bin ich raus und wieder reingegangen. Deswegen lädt das hier bei mir. Guck mal, das ist ja wirklich gefallen. Ja, ist einmal lädt es noch kurz. So. Immerhin gibt es hier Checkpoints. So. Hopp. 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 Yay. Zack. Hui. Easy. Mehr werde ich heute dich nicht lehren. Von allen Fragen befreie deinen Geist. Wartet, irgendwas stimmt nicht. Jener Ort dort, von der dunklen Seite der Macht ist er erfüllt. Dem Reich des Bösen. Und dorthin musst du. Und? Warum gehe ich überhaupt hin? Oh, was shit. Oh, Lul, besoffen. Ja, weil du weißt, wie sich das anfühlt. Alkoholbrille. Der nüchternste Mensch auf Erden. Oha, das war ja mal sogar ein Kompliment. Darth Vader. Diese Animation. Oh, guck mal, er hat einfach noch seinen bösen Astromech-Droiden als Gegner mit dabei. Yeah. Nice. Das ist ja wieder nice gemacht. Ey, muss ich jetzt ja beide fighten oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin aber schon dabei hier. Cool, dass er zu dir zwar einfach Darth Vader fertig macht. Obwohl es sein alter Kollege ist. Oh, okay, jetzt hat er mich aber fertig gemacht. Ich hab dich getötet. Och nee, Junge. Das war keine Absicht, aber er hat mich auch getötet. Aber ich weiß gar nicht. Aber von hinten, zack, bam. Ah, ich muss jetzt kann ich nichts machen. Ja, ich glaube, du musst es wirklich machen. Ja, es macht auch irgendwie Sinn, weil du kein Lichtschwert hast. Oh, er hat den Kopf. Die Executor. Ach stimmt, genau, das gibt's ja auch noch. Hatte ich ja schon wieder ganz vergessen. Oh, der Super Battleoide. Gibt's ja nicht. Guck mal, das ist schon wieder ein anderer Millennium Falcon gewesen. Das war ein Mikrobild Millennium Falcon. Und was haben wir diesmal für Millennium Falcon? Das ist der Playscape Millennium Falcon. Das ist nicht fair. Und das Cockpit gibt's gar nicht. Bespin, ziemlich weit, aber wir könnten es schaffen. Ah, da. Unterhosengeil. Oh, ich dachte, wir fliegen in einem. Okay, für eine Sekunde habe ich schon gedacht. Bespin ist so sicher, wie sie behaupten. Ein sicherer Raumhafen, da müssen wir hin. Ja, wir müssen boah, guck mal, wie ich den Boost habe hier. Wie bist du denn? Wumm, Geschichte fortsetzen. Nein, ich habe keine Lande an.
Wir sind auf Bespin. Jetzt werden wir wieder ein bisschen zu schnell in die Atmosphäre reindroppen hier. Landeerlaubnis erteilt. Plattform 327. Hätte es ja jetzt gefallen, wenn er sagt 187. Plattform 187. Wer macht sich hier Sorgen? Das ist wieder der UCS Millennium Falcon. Boah, das steht immer gut. Hey, wie geht's dir denn, du alter Pirat? Schön, dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir so, Chewbacca? Hallo, wen haben wir denn da? Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Sie gehören wahrhaftig zu uns hier in den Wolken. Nun, er wirkt ganz freundlich. Ja, sehr freundlich. Ja, dann lass uns ein Level starten hier in Cloud City. Hab ich Bock drauf. Alle sind eingeladen. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Eine simple Anlage, aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren. Wir werden sie testen. An Captain Solo. So habe ich mir diesen Deal echt nicht vorgestellt. Ich liebe dich. Ein Kühlschrank. Einmal. Oh. Er lebt. Er befindet sich im tiefsten Winterschlaf. Gut. Bringen Sie Captain Solo zu Jabba dem Hutten. Bereitet nun die Anlage für Skywalker vor. Calrissian, bringen Sie die Prinzessin und den Wookie zu meinem Schiff. Was haben Sie eigentlich vor? Oh, jetzt sind wir in Cloud City. Ich gehe nirgendwo hin, bis wir Hahn nicht aus den Händen dieses Kopfgeldjägers befreit haben. Let's Dann go. Dann holen wir den Falken und halten ihn auf. Jo. Was war das? Oh, ich hab wieder zu... Oh, jetzt geht's richtig rund. Guck mal, Leia kloppt die ganzen Stormtrooper hier platt. Ich vergesse immer, dass, wenn du lang drückst, dass er sich dann zerteilt. Kennwort eingeben. Ach so. Ja, du kannst da, drück mal drauf. Ja, mit was? Einfach mit X. Ja, ah, keine Kennwörter gefunden. Okay, die müssen wir erst finden. Guck mal, Leia ist einfach Spider-Man. Guck mal, sie hat hier so eine Hook und dann zieht sie sich die so ran und dann boom. Zack, zack. Absoluter zack. Wahnsinn. Sag ich und knag ich. Easy. Oh, der hat mir jetzt aber leid getan hier. Ah, sehr gut. Sollen wir wieder ein paar Absperrungen hier aufbauen? Also diese Absperrungen geben wir echt auch Folge, Keks. Die Folge war immer noch legendär, wo wir 10 Stunden Absperrungen aufgebaut haben. Oh, wo bist du eigentlich? Ich gehe hier den Dingern hinterher. Ich bin die ganze Zeit hier allein am Fighten mit den Ja, richtig so. Siehst du, jetzt hast du meine Unterstützung und schon geht's hier direkt viel schneller. Ja. Ja, ist so. Ist so. Oh, ich wurde verschossen. Ja, das warst du, du Schlingel. Weil du bei mir reingelaufen bist, hallo. Ja, dann deck dich mal. Ah, wenn der Kopf im Weg ist, das ist immer lästig. Oh. Guck mal. Anvisieren ist das bei mir. Oh, wir haben Trophäe erhalten. Nice. Sehr schön. Nice. Ach, guck mal, da ist ja noch jemand. Oh, das ist der Falken. Er ist es. Und das ist Boba Fetts Schiff. Hier können wir irgendwas. Achso, das sind ja die Anlagen. Meine Leute sollten den Hyperantrieb inzwischen repariert haben. Ach, Lul, was kann ich denn mit ihm hier machen? Knallt jeden ab, der versucht, durch diese Tür zu kommen. Hä? Der Millennium Falke darf die Landeplattform nicht verlassen. Na gut, glaube ich ihn einfach K.O. Ich sehe nur, wie so dein roter Punkt so durch die Gegend rast hier. Was müssen wir jetzt machen? Ach, wir müssen die aber nur wegballern. Wie immer. Na. Guck mal, so macht man das. Naja. Du, jetzt hast du mich wieder zerschossen. Und jetzt sammelst du auch noch meine Münzen ein. Richtig so. Ja. Du Keks. Nice. So lobe ich mir das.
Na gut, wenn du sonst nichts kannst, dann von mir aus. Dann aber in falsche Richtung. Bin ich halt mal sozial. Oh. Das müssen wir erst irgendwie deaktivieren hier, den Spaß. Ah, da hinten geht's durch eine Tür. Und jetzt weiß ich, was muss ich denn hier abschießen? Irgendwas muss ich hier machen. L2. Sag mal. Dann siehst du nur diesen Blaster bei dir. Ja, tatsächlich. Ja. Aber es hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht warum und wie und was, aber es hat funktioniert. Mit den Kollegen hier. So. Wir müssen außerdem hier. Müssen da hinten hin. Achso, da fehlt mir noch der Torso. Brauch noch einen Sturmtrupper-Torso. Was zeigt er denn an, wo wir hin müssen? Hier rein, oder was? Bin nicht ganz sicher. Ach, wir müssen so eine Karte mitnehmen. Da muss irgendwo eine Karte aufzutreiben sein, anscheinend. Oh, da ist wieder so eine rote Kiste, diesmal smarter. Achso, doch, das ist ja keine rote Karte. Egal, ich glaube, dafür brauche ich die volle Rüstung. Wofür? Damit wir da irgendwas machen. Ah, da ist die Karte, ich hab ihn. Hast du? Dann komm her. Ja, ich lasse sie jetzt. Oh nein, die schießt mich ab. Wer denn? Die Dudes. Also. So. Dann Abflug. Sehr schön. So lobe ich mir das. So, wo geht die Karte rein? Hier, da an der Seite. Oh nein. Einstecken. Üb. Schluck das. Wunderbarst. Saftig, knaftig. Ich wusste, dass wir es schaffen. Na klar doch. Nichts zu sehen von dem Kopfgeldjäger. Los, zum Falken. Oh, die Rampe wird nicht ausgefahren. Chewie. Oh, müssen wir jetzt wieder eine Rampe für 10 Stunden aufbauen? Oh nein. Chewbacca die ganze Zeit wieder am Reparieren. Wir müssen jetzt bestimmt wieder verteidigen. Ja, ey, verteidige Chewbacca. Ja, einfach schon wieder. Flashbacks, Junge. Absolute Flashbacks gerade. Es ist Chewbacca. Absolute Flashbacks zur wahrscheinlich legendärsten Folge bis jetzt. Das glaube ich auch. Ah, guck mal, hier ist ein bisschen Rampe. Ich verstehe. Achso, wir müssen nur verteidigen. Ja. Nur kurz, als falls der ein oder andere die Folge nicht gesehen hat. Guckt es euch unbedingt an. Guckt es euch auf jeden Fall nicht an. Ja. Das war die Folge, ja, wo wir fliehen mussten mit dem Millennium Falcon und wirklich 10 Stunden lang einfach nur das hier gemacht haben, dass wir Chewbacca verteidigt haben, während der den Millennium Falcon wieder zum Laufen gebracht hat. Und wir haben ungefähr alle 2 Minuten festgestellt, dass irgendwas aufzubauen ist. Und dann waren es nur diese dämlichen Absperrungen. Und wir so, oh, guck mal, das müssen wir machen, dann müssen wir was aufbauen. Und da war wieder eine Absperrung, die neu aufzubauen war. War aber zum Glück gut runtergekattet, also es ist trotzdem noch entertaining. Ja, und an dieser Stelle ist dann kurz an das Mikrofon ausgegangen, weil nämlich ehrenhafterweise Brickstory vergessen hat, den Akku aufzuladen. Grüße gehen raus. Aber ansonsten haben wir eh nur Stormtrooper abgeballert. Und das war's dann mit dieser Folge. Ihr wisst Bescheid, Playlist findet ihr hier. Nächste Folge dann wieder mit aufgeladenem Mikro. Dann sehen wir uns wieder. Das ist nicht meine Schuld! Durch die Macht Dinge wirst du sehen. Fremde Orte. Leia! Ich sah eine Stadt in den Wolken. Freunde hast du dort. Ich muss zu ihnen. Dich und deine Fähigkeiten will der Imperator. Das ist der Grund, warum deine Freunde leiden müssen. Aber ich kann ihnen helfen. Ich fühle die Macht. Werden wir es niemals da rauskriegen.